Hi, ich bin's wieder, Lars von All About Samsung, und ihr seht es, ich bin heute nicht an meinem Schreibtisch, sondern ich bin, man kann so ganz leicht durch das Fenster ahnen, im Hyatt in Köln. Im Hintergrund seht ihr nämlich den Kölner Dom. Warum? Samsung hat hierhin eingeladen, da man hier die Samsung Dolby Atmos Soundbar HWK950 zeigt. Die gibt so schon was länger im Markt, ich konnte sie aber zu Hause nicht testen. Aus einem ganz einfachen Grund: Dolby Atmos funktioniert anders als aller Sound, den ihr bis jetzt kennt. Denn normalerweise hat man Sound vielleicht um sich rum. Ihr kennt diese 5.1-Systeme, die dann zu Hause rumstehen, vielleicht auch im Fernseher angeschlossen sind, klingt rundherum ganz okay. Das Ding ist aber, Dolby Atmos funktioniert anders. Dadurch, dass der Sound im Kino überall herkommt, ihr kennt das vielleicht aus dem Kino, braucht man noch ein bisschen mehr. Und Dolby Atmos funktioniert so, dass man vor dem Fernseher eine Soundbar hat und in der Fernseher und in den anderen Lautsprechern sind dann immer noch Lautsprecher, die an die Decke strahlen. Und die Decke wirft das dann zurück auf die Zuschauer, deswegen haben wir hier ein kleines Kino. Und wie genau das jetzt mit Dolby Atmos funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Im Detail erklärt, hier ist die Soundbar, also die HWK950, und sie sieht tatsächlich richtig groß aus. Ich halte hier mal neben mich, auch wenn ich damit halt das Equipment auseinandernehme. Tatsächlich ist es eine große Soundbar, aber man muss auch wieder dann überlegen, was sie alles kann. Und normalerweise ein Dolby Atmos System ist im Kino zu finden. Da sind es dann 64 Lautsprecher, die in den Decken und in den Wänden verbaut sind. Und das kann man vielleicht zu Hause nicht gerade bei seinem Lebensgefährten durchbringen. Wenn ich da dann irgendwie die Wände aufreißen möchte, nur um ein paar Lautsprecher zu verlegen, kann ein bisschen schwierig werden. Und deswegen hat Samsung sich gedacht, okay, wir bringen dieses Dolby Atmos System mit diesem wirklich geilen Codec, der dann wirklich sehr, sehr geile Tonerlebnisse möglich macht, auf ein sehr kleines oder fast handliches Niveau. Ich will das nicht handlich nennen, aber für das, was es kann, ist es erstaunlich klein. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Ich nehme das Ding jetzt nochmal hoch. Und zwar, wenn man es dann dreht, dann sieht man, dass hier vorne drauf einmal die normalen Lautsprecher sind, wie sie denn auch zu Hause in den meisten Soundbars verbaut sind. Tatsächlich sind hier vorne drin 9 Lautsprecher, jeweils für die Höhen, Tiefen und Mitten. Und dann kommen nochmal obendrauf Lautsprecher. Wenn man nämlich hier hinguckt, sieht man so ganz nah, dass hier auch 2 Lautsprecher verbaut sind. Die sind dann eben Richtung Decke gerichtet. Und dazu kommen dann, ich versuche es jetzt mal nicht zu zerstören, noch weitere Lautsprecher, und zwar in den beiden Satellitenlautsprechern vom Dolby Atmos System. Und zwar ist dann auch hier wieder einmal der Ton Richtung Zuschauer, plus dann einmal noch hier oben einen Deckenlautsprecher, der dann auch wieder Richtung Decke und darüber dann im Winkel Richtung Zuschauer abstrahlt. Und so hat man dann rund um sich herum ein ziemlich ausgeklügeltes System. 2 Lautsprecher, plus nochmal 2 Lautsprecher, plus hier drin 11 Lautsprecher, heißt insgesamt 15 Lautsprecher mit 500 Watt RMS-Leistung, die dann den Ton komplett verteilt auf sich bringen. Und was dann zusammenkommt, ist natürlich klar vom jeweiligen Material abhängig, aber das ist schon wirklich beeindruckend. Gerade bei so Regenszenen oder so hört man dann um sich rum die einzelnen Tropfen. Das ist schon Wahnsinn. Oder es gibt manchmal Demos, da kann man dann wirklich unterscheiden, manchmal nur Stereo-Sound oder dann ist der komplette Dolby Atmos-Sound um einen rum mit den ganzen Regentropfen. Oder die beste Demo, die hier drin auch kommt, ist ein Helikopter. Ihr müsst euch das so vorstellen, man sitzt in seinem Heimkino und dann fliegt der Helikopter über einen drüber. Oder es gibt eine ganz tolle Demo mit einer Boeing 747. Dann hört man wirklich den Ton, wo er hinfliegt. Das wird relativ komplex eigentlich geregelt. Und zwar ist die Idee, dass man nicht nur den Ton hat, also den Grundton, sondern dazu dann auch im Dolby Atmos Codex X, Y und Z Koordinaten hat. Das heißt, wenn sich dann zum Beispiel ein Helikopter über den Zuschauer bewegen soll, dann wird in den Codec eingebettet, wo denn gerade der Sound sein soll. Und das regelt dann die Dolby Soundbar so, dass dann der Ton verteilt wird. Und wenn man dann da im Heimkino sitzt, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Ich durfte es gerade einmal ausprobieren mit Everest und auch ein bisschen mit Mad Max. Bei Mad Max ist dann der Unterschied eigentlich zu Everest, dass bei Everest sehr, sehr viel mit Umgebungstönen gearbeitet wird und dann je nach Szenen das sehr, sehr, ja, eine starke Atmosphäre aufbaut und dann der harte Cut eigentlich stattfindet zu gar keinem Ton. Und dann fällt einem erstmal auf, wie viele Töne man da wahrgenommen hat. Bei Mad Max wiederum ist es dann so, dass man da extrem krasse Action-Szenen hat und man dann komplett um sich rum jeweils hören kann, wo was explodiert, wo was irgendwo runterknallt. Es ist schon wirklich abgefahren. Das ist also mal ein kurzer Eindruck von der Samsung Dolby Atmos HWK950 Soundbar. Der Nachteil ist, ganz günstig ist er allerdings auch nicht. Wie gesagt, für das, was sie kann, ist der Preis wiederum absolut in Ordnung mit 1.499 € für das System mit der Soundbar plus die beiden Satellitenlautsprecher. Wer dann nur die Soundbar haben möchte plus den Subwoofer, liegt dann noch bei 1.299 €. Eine Menge Geld, aber wer den Ton einmal erlebt hat, das ist ein Erlebnis. Für den einen oder anderen Audiophilen ist es das sicherlich wert. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.